So Leute, wieder eine neue Technikübung für euch, und zwar geht es heute wieder vorrangig um die Wasserlage, aber gleichzeitig auch um das Wassergefühl. Und was mache ich jetzt genau? Die Übung nennt sich Badewanne, die ich jetzt gleich mache. Und zwar lege ich mich einfach in Rückenlage gestreckt ins Wasser und werde nur mit meinen Armen hier seitlich am Körper skullen. Also ich mache wieder eine leichte Auswärts-Einwärtsbewegung, habe ständig Druck auf meinen Unterarm, auf der Handfläche, und halte gleichzeitig die Körperspannung im Wasser aufrecht, dass eben mein Körper an der Wasseroberfläche bleibt. Tipp für euch: Nehmt den Kopf im Nacken, überschreckt den Kopf. Wenn ihr den Kopf zur Brust nehmt, dann neigt eure Hüfte eben zum Absinken, schlecht für die Wasserlage. Als Anfänger könnt ihr euch auch noch ein Pullboy zwischen die Beine klemmen. Das hebt eure Wasserlage einfach an. Ihr habt mehr Auftrieb und schaut einfach mal zu. Aber ich sage euch auch, die Übung sieht einfacher aus, als sie letzten Endes ist. Also man braucht ein bisschen, bis man die Übung eben gut hinbekommt, gerade für Anfänger. Lasst euch aber nicht abschrecken, wenn ihr am Anfang immer absinkt. Irgendwann klappt es, probiert es einfach aus. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Macht es nach, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Channel, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis bald, ciao, ciao.